Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die AWM Xmas. Es ist eine zweite AWM Xmas. Das finde ich ein bisschen lappenhaft gemacht. Genauso wie bei der M14 Xmas, da finde ich das auch ein bisschen lappenhaft, dass sie das gleich benannt haben. Naja, die M14 heißt New Xmas, aber beides der gleiche Sinn und auch die gleiche Waffe. Was soll das? Kommen wir zum Review. Was ich gut an dieser Waffe finde, dass sie eine neue Scopes-Perspektive hat und 5 Munition mehr als schon die AWM Gold oder AWM Camo. Ich meine, und zudem ist es die schnellste AWM, die jetzt nachlädt. Also diese lädt in 2,23 Sekunden nach. Also so lange braucht sie, um nachzuladen. Und ist eigentlich sehr, sehr gut eigentlich gemacht, denn sie hat ja auch 15 Munition. Das ist schon hammerkrass. Ich meine, 15 Munition im Magazin. Hallo, zieht euch das mal rein. 15 zu 30 Munition. Ich würde sagen, das reicht lässig, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich überhaupt mal mit der zocken konnte. Also, es ist wirklich schon echt geil gemacht. Die sieht doch eigentlich ganz okay aus. Also, da sind auch, wie bei der Schuldfofel, was wollte ich da sagen, Fieldschaufel, Xmas, sind da auch diese Schneeflocken, diese weiß, keine Ahnung, und sind da denn diese rot-grünen Streifen, die wahrscheinlich die Verpackung ergeben sollten. Auf jeden Fall bekommt ihr die genauso wie die anderen Chris Xmas, M14 Xmas oder Schaufel Xmas aus dem Black Market, natürlich für ZP. Also, die Crate wird wahrscheinlich bis Mitte Januar bleiben. Und ich würde sagen, ihr holt euch das, denn es lohnt sich wirklich. Es haben schon mehrere die gewonnen, also meiner Freunde haben die gewonnen. Beispiel, naja, 3 bisher. Naja, aber das ist auch schon eine Menge. Auf jeden Fall, ihr bekommt sie für ZP. 5 kosten 6000 ZP, 10 kosten 11500 ZP, 30 Crates kosten 31500 ZP und 50 Crates kosten 49500 ZP. Wie gesagt, ich kann nicht drehen. Ich habe kein Geld dafür. Und, oh, da hat sogar zweimal wer die hintereinander die M14 EBR Xmas gewonnen, die ich gerade nachgeschaut habe. Und ja, sie ist automatisch, was heißt automatisch, sie ist Semischuss oder eben halt pro Klick schießt ihr auch eben halt, sie legt nach jedem Schuss nach, also kommt ihr eben halt außerhalb des Zooms, ihr bleibt nicht im Zoom, so wie bei der DSR oder bei den sonstigen Snipern. Rechtsklick zoomt ihr, ihr habt einen Doppelzoom und dann seht ihr auch schon, ganz geil wurde das gemacht. Jetzt hat so ein eine neue Scope-Perspektive, eben halt so wie die MSG FF2 oder sowas. Finde ich richtig gut gemacht. Zwar finde ich das mit den Crates ein bisschen abzocke und dass die wieder gleich beschriftet wurden. Die hätten die ein bisschen umformen sollen. Anstatt New davor hinzusetzen, was mich total aufregt, aber Crossfire ist Geld halt. Ja, sie schießt punktgenau auf die Range. Naja, ist ein Sniper, also, oho, macht sie genügend Power, also. Bam. Ja, Full to Empty Mag. Das ist in 13,3 Sekunden. Also 13 Sekunden circa. Habt ihr sie vom... Nein, oh, Entschuldigung. 18 Sekunden ungefähr. Und, naja, sind ja auch 15 Munition. Also was soll man dazu sagen? Das ist schon krass allgemein so. Mit der AWM. Bam. Und ja, kommen wir zum Punkt Power. Auf den Kopf macht sie 100 Damage von jeglichen Reichweiten. Auf den Oberkörper auch 100 Damage, außer natürlich ihr Bullet an. Durch die Kiste macht sie richtig wenig Damage. Also, na, was heißt richtig wenig? Mehr als 75% auf jeden Fall noch, aber ist trotzdem noch wenig. Auf den Fuß macht sie an die 77 bis 82 Damage. Also, das ist mal so, das, wenn er in der Luft ist, dann schießt sie ihn außerdem im Bein mit dem Quickscope. Ich kann es natürlich nicht und das Gameplay ist auch beschissen geworden. Denn ich kann einfach nicht Quickscope, es tut mir leid. Ich kann nicht mit Aufnahme oder wenn mir wer zuschaut, ich kann dann einfach nicht spielen. Das ist jedes Mal so. Aber ich streng mich an. Wenn ihr es sehen wollt, können wir ein 101 machen. Meldet euch einfach bei mir. Aber kommen wir zum Review. Sie ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, denn es ist eine Sniper. Die Sniper, naja, die AWM. Auch die meistmodifizierte AWM, also Sniper allgemein so. Was ich meine ist, dass es wirklich schwer ist. Man kann es schon gleich mit der Minimi, also mit einer Gatling Gun, naja, die Gatling Gun ist ein bisschen schwerer, aber schon fast wie eine Gatling Gun vergleichen, denn eine AWM, damit ist man wirklich langsam.
Das switche ich lieber zum Knife oder eben halt zur Pistole oder zur Nade. So. Oder ich werf sie weg, damit ich sie nicht brauche. Denn eigentlich spiele ich auch gar nicht, kaum mit AWM. Deswegen bin ich auch so verkackt verschissen mit AWM zu spielen. Aber, na gut. Vom Aussehen her gefällt mir das eigentlich schon sehr, sehr gut. Denn vorne am Scope ist noch dieser Streifen, der weiß gemacht worden. Eben halt sticht so gut heraus. Mir gefallen die Farben. Also der Skin ist eigentlich okay gelungen. Und ja, ich denke mal, das war's von mir. Dankeschön nochmal an Zoe von den Clan Fame. Zoe Fame. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr zum Beispiel noch die M14X Miss habt, dann könnt ihr mir ruhig Bescheid geben. Ich würde sie gerne reviewen.